reagiert. Im März 33 empfängt er den Autotechniker, verspricht ihm Unterstützung für seine Rennautos. Für die Auto-Union entwirft Porsche den Silberpfeil, den ersten Rennwagen mit Heckmotor. „295 PS als Hoffnungsträger für die neuen Machthaber. Er verspricht Triumphe, abseits der Politik. Als Nachwuchsfahrer gehörte Paul Pietsch zum Rennstall Porsches. Der Rennsport wurde damals sehr stark gefördert von Regierungsseite her. Und die Auto-Union und auch Mercedes haben erhebliche Zuschüsse bekommen, um diese Rennwagen zu machen. Denn die ganze Rennfahrerei und so weiter wurde dann bei den Nationalsozialisten als reine Propagandamaschine benutzt. Nürburgring 1934. Großer Preis von Deutschland. Am Start Hans Stuck, der Star im Porsches Team. Feuertaufe für den Silberpfeil. Stuck gelingt der erste Sieg für die Auto-Union im Wettkampf mit Mercedes. Porsche hat bewiesen, wozu er in der Lage ist. Konstrukteur und Fahrer wissen, wem sie für den Sieg zu danken haben. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir zum großen Preis von Deutschland einen deutschen Sieg auf deutschem Fahrzeug mit deutschem Fahrer erringen konnten. Das Werk und die Unterstützung unseres Führers, dass ich hiermit bedanke. Heil unserem Führer! Die Rennsportelite fasziniert die Massen. Porsche will diese Massen motorisieren. Mit einem billigen und trotzdem vollwertigen Auto. Sein Exposé für einen deutschen Volkswagen schickt er an Hitler. Berlin Hotel Kaiserhof, Anfang April 34. Der Diktator empfängt den Konstrukteur in der Hotelhalle. Hitler solle der Erfahrung seines Büros vertrauen und ihm den Konstruktionsauftrag erteilen. In einem Jahr, verspricht Porsche, werde er den Prototypen präsentieren. Für 990 Reichsmark, so wie es Hitler verlangt. Ich kenne die Forderung, auf die er sich mit Hitler aufgrund dieses Exposés wohl geeinigt hatte. Nämlich, dass er ein Fahrzeug haben wollte, zu entwickeln hatte, das 4 Personen befördert, das 100 Stundenkilometer schnell ist, das 650 ursprünglich einmal Kilo wiegen sollte, das einen Verbrauch haben durfte von, ich glaube, 7 Liter Benzin. Das waren so die Rahmenbedingungen. Es bleibt streng geheim, was in der Garage von Porsches Villa am Feuerbacher Weg in Stuttgart entsteht. Das neue Auto soll ein Gesamtprojekt der deutschen Autoindustrie werden. Nur 10 Monate haben Porsche und sein kleines Team Zeit, ein fertiges Versuchsfahrzeug zu präsentieren. Doch hinter den Kulissen behindern Porsches Auftraggeber, die Bosse der Autowerke, das Projekt. Sie fürchten die Konkurrenz, die da im Entstehen ist. In Berichten an Hitler machen sie Porsche madig. Mit ihm als Konstrukteur werde man nicht weiterkommen. Der Wagen sei nicht brauchbar. Doch der Volkswagen ist ein Propagandaprojekt des Regimes, wie der Bau der Autobahnen. Die Straßen des Führers, so hat der Diktator versprochen, sollen sich schon bald mit motorisierten Volksgenossen füllen. Von den Bedenken der Bosse will Hitler nichts wissen. Ich freue mich, dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeiter seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Sie werden dann verstehen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten für die Schaffung des deutschen Volkswagens
durchführen lasse und zum Abschluss bringen will, und zwar, meine Herren, zum erfolgreichen Abschluss. Die Autobosse haben verstanden und geben Porsche das Geld, um weiterzumachen. Die ersten Volkswagen verlassen die Garage. Porsches Zeitplan steht nur noch auf dem Papier. Er kämpft mit Verzögerungen. Um Hitlers Vorgaben einzuhalten, übt der Konstrukteur massiven Druck aus auf die Zulieferer, droht ihnen mit Verordnungen des Diktators. Winter 35/36. Probefahrten. Das Fahrzeug ist noch längst nicht ausgereift. Der Motor steckt in der Entwicklungsphase. Aus Hitlers Umgebung muss der Konstrukteur hören, dass die Situation brenzlig werde. Doch Porsches Stern leuchtet weiter. Dank seiner Rennwagen und dank seines besten Fahrers. Bernd Rosemeyer, der Schumi der 30er Jahre. 1936 ist sein Jahr, das Jahr des schönen Scheins. Ein Rennfahrer wird zum nationalen Mythos. Wahrhaft, auf allen Rennbahnen der Erde liegen die Meisterfahrer von Mercedes-Benz und Auto-Union an der Spitze. Sie sind heute nicht mehr zu schlagen. Von den bis jetzt 17 internationalen Rennen, 15 erste und 15 zweite Plätze an Deutschland. Eine unerhörte Leistung. Wir rannten in die Wochenschau, so oft wir konnten, um dort diese Dinge zu sehen. Wir sahen die Rennfilme. Die Rennfahrer Bernd Rosemeyer mit seiner Frau Elli Beinhorn, jung Fliegerin, Pionierin auch in ihrer Art. Rosemeyer ein unerhört sympathischer, sportlicher Mensch. Die nahmen natürlich die faszinierten nicht nur die Jugend, sondern die faszinierten ganz Europa. Abseits der Schlagzeilen Juli 36. Zwei Volkswagen verlassen Porsches Grundstück in Stuttgart. Ihr Ziel? Der Obersalzberg. Vorführwagen für Hitler. Er soll begeistert gewesen sein. Im Herbst kann der Großversuch beginnen. Die Bedenken der Wirtschaft zählen nicht mehr. Ökonomische Regeln setzt Hitler außer Kraft. Das 990-Mark-Auto wird gebaut, koste es, was es wolle. Hitler denkt an eine eigene Fabrik. Porsche hat dann auch von vornherein diese Richtung mitgemacht, weil er endlich mal eine Chance sah, eine Automobilfabrik zu führen, technisch zu beeinflussen, in der er sich nicht mit Aufsichtsräten und irgendwelchen anderen herumzuärgern haben würde, sondern da waren seine politischen Verbindungen natürlich erstklassig. Und dementsprechend hat er sich dann ganz fanatisch dieser Aufgabe gewidmet. Des Teufels Konstrukteur ist von jetzt an Manager. Denn er wird Hitlers Auto bauen. Ich zweifle nicht, dass es der Genialität des damit betrauten Konstrukteurs gelingen wird, die Anschaffungs-, Betriebs- und Erhaltungskosten dieses Wagens in ein tragbares Verhältnis zum Einkommen dieser breiten Masse unseres Volkes zu bringen. Wie wir dies in Amerika in einem so glanzvollen Beispiel bereits als gelöst sehen können. Amerika als Hitlers Vorbild in Autofragen. Porsche reist zweimal über den Atlantik, um zu erfahren, wie es gemacht wird. Detroit, River Rouge. Das größte Autowerk der Welt. Jahresproduktion 500.000 Autos. 2000 pro Tag. Der Chef heißt Henry Ford. Der Autokönig ist damals noch ein Bewunderer Hitlers. Und empfängt den Konstrukteur aus Stuttgart. Porsche darf 20 deutschstämmige Spezialisten ins Reich zurückholen. Sie werden zum Rückgrat des Volkswagen-Projekts. Amerikanisches Know-how hinter der Fassade der Volksgemeinschaft. Am Mittellandkanal bei Fallersleben entsteht Deutschlands größte Fabrik.
Nach Ansicht der Planer ist die Gegend unerreichbar